Es ist absurd, dass Menschen aufgrund ihrer Meinungsäußerung der Willkür des türkischen Staates ausgesetzt sind und wie in meinem Fall als Geiseln behandelt werden. Das Auswärtige Amt und die deutsche Botschaft in Ankara sind sehr bemüht und ständig in Kontakt mit mir. Das gibt mir Mut und erleichtert mein Leben in der Türkei. Ich bin mir sicher, dass eure Proteste die Bemühungen der deutschen Behörden bekräftigen werden. Liebe Kölnerinnen und Kölner, ich bin kein Einzelfall. Noch vor kurzem konnte die Kölner und die Kölnerin Adil Demirci, Hosan Cane und Dilan Örs nach mehrjährigem Druck aus der Türkei ausreisen. Wir freuen uns, dass sie bei euch sind und wir gemeinsam für eine gerechte Welt zusammenstehen und unsere Lieder singen können. Wir müssen auch für die unzähligen deutschen StaatsbürgerInnen, JournalistInnen, Oppositionellen zusammenstehen. Hunderte von Menschen, darunter BürgermeisterInnen, JournalistInnen und die ehemalige HDP-Korpsvorsitzenden Selahattin Demirtas und Figen Yüksekdağ und noch viele, viele FriedensaktivistInnen. Sie immer gemeinsam im Auge gehabt. Wir haben eine Nachbarschaft, in der man sich wahrnimmt und aufeinander achtet. Gerade in den letzten 1,5 Jahren während der Pandemie hat sich das sehr bewährt und gefestigt. Hamide ist eine wichtige Frau in dieser Nachbarschaft. Sie feiert, organisiert und kocht bei unseren Straßenfesten mit. Und vor allem schätzen wir sie als eine sehr empathische, an allen interessierte Frau. Sie kümmert sich und ist immer da, wenn es NachbarInnen nicht so gut geht. Gleichzeitig ist sie eine engagierte Frau, die sich für Frieden, Gerechtigkeit und Frauen einsetzt. Auch das schätzen wir an ihr und diskutieren gerne mit ihr. Wir sind entsetzt, alle, dass diese deutsche Frau vom türkischen Staat an ihrer Heimkehr gehindert wird. Wir haben daher in unserer Nachbarschaft ein Schreiben an das türkische Generalkonsulat aufgesetzt. Es ist heute rausgegangen und verschickt, das von 60 Nachbarn unterschrieben wurde. Auch diese Nachbarn, multikulturell. Einige von Ihnen sind auch heute Abend da, trotz Berufstätigkeit, trotz schlechten Wetters, weil uns wichtig ist, dass Hamide wieder zu uns kommt. Wir fordern den Generalkonsul, an den wir dieses Schreiben geschickt haben, in Kopie an das Auswärtige Amt, dazu auf, sich unverzüglich für eine Freilassung von Hamide einzusetzen. Vielen Dank. Freunde, das Ausreiseverbot gegen Hamide Akbar hier kann nicht ohne öffentlichen Protest und Widerspruch bleiben. Es ist nicht das erste Mal, dass ich hier spreche. Und ich bin auch froh, dass hier die Bilder von den vielen Menschen, die in der Türkei inhaftiert werden, dass hier gezeigt werden, dass diese Menschen sichtbar gemacht werden. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Wer sichtbar ist, der wird auch nicht vergessen. Es ist einer von den vielen Versuchen, die Meinungsfreiheit zu beschränken, Angst und Schrecken unter den Demokratinnen und Demokraten zu verbreiten und Hamide Akbar hier als engagierte Politikerin, Frauenrechtlerin und als Mensch zu diskreditieren. Sie war eine geschätzte Ratskollegin von mir über 6 Jahre. Ich habe mit ihr eng in Menschenrechtsfragen zusammengearbeitet. Ich bin in einigen europäischen, kommunalen Netzwerken aktiv. Da haben wir vor allen Dingen die inhaftierten Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in der Türkei in den Fokus genommen. Ich glaube, das ist eine wichtige Arbeit und es zeigt heute noch mal umso mehr, da müssen wir weitermachen, wir müssen da unseren Druck verstärken. Wir Kölner stehen als Demokratinnen und Demokraten eng an der Seite von denjenigen und von denjenigen, die sich für eine vielfältige, demokratische und rechtsstaatlich geprägte Gesellschaft einsetzen und offen ihre Meinung äußern. Das hat der Kölner Stadtrat durch Resolution in der Vergangenheit, unter anderem für Sharo Garip, im Fall der Bürgermeisterin der Stadt Diyarbakir Gültan Kishanak und vielen, vielen anderen immer wieder zum Ausdruck gebracht. Wenn deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger zu einer erpresserischen Verhandlungsmasse gemacht werden, dann rutscht die türkische Regierung in unserem Ansehen immer weiter ab. Ein Land, in dem Presse- und Meinungsfreiheit eingeschränkt und die Gerichte nicht mehr unabhängig sind, das darf nicht sein. In einem Land, in dem demokratisch gewählte Abgeordnete und BürgermeisterInnen ihre Mandate nicht ausüben können
Ein solches Land ist kein demokratischer Rechtsstaat und von europäischen Werten und damit auch von der EU weit entfernt. Jörg Dethien, Mitglied des Kölner Rates von der Linken. Sie haben zusammen mit Hamide Akbar hier gearbeitet, über viele Jahre jetzt auch. Wie geht es Ihnen persönlich mit der Situation jetzt? Also ich kenne Hamide, in der letzten Periode haben wir zusammengearbeitet im Stadtrat. Ich kenne sie aber schon seit 30 Jahren. Frau Akbar, ihr geht es im Moment in den Umständen natürlich gut. Sie ist nicht im Gefängnis, was ja schon mal ein Unterschied ist. Wenn man im Freiluftgefängnis ist, ist es nicht so schlimm als im Gefängnis. Nein, es bildet sich gerade eine breite Solidaritätsbewegung. Wir sind ganz froh. Hier sind Studenten von ihr, die sie betreut hat. Es ist die Nachbarschaft. 60 Unterschriften sind an den Generalkonsul geschickt worden. Also da tut sich richtig was. Und ich finde auch gut, dass Sie uns jetzt interviewen, dass wir diesen Fall in der Stadt breiter und bekannter machen. Sind Sie denn mit der Arbeit des Auswärtigen Amtes aktuell zufrieden? Also tun die schon genug oder müssen die noch mehr tun? Die müssen einfach mehr tun. Die kümmern sich um Frau Akbar ihr, aber es tut sich politisch überhaupt gar nichts. Und das muss sich ändern. Diese Kumpanei muss aufhören mit der Türkei. Es muss klar Kante geredet werden. Es geht nicht an, dass Deutschland so eine Geiselhaft mehr oder weniger schluckt. Das geht einfach nicht. Und dagegen muss man vorgehen. Und da bin ich auch mit verschiedenen Bundespolitikern im Gespräch. Werden Sie denn auch im Kölner Rat eine Resolution einbringen oder gucken, dass der Kölner Rat sich dazu auch noch mal äußert? Also es sind hier anwesend Ratsmitglieder von Grünen, FDP, Linke, SPD. Also das tut sich gerade. Wir sind gerade in der Ausarbeitung von einer gemeinsamen Stellungnahme. Da können wir sicher von ausgehen. Das haben wir immer so gemacht. Insofern werden wir es auch weitermachen. Noch ein Wort zur Türkei, auch zum türkischen Generalkonsul. Kann man das einfach so hinnehmen oder müsste da die breite Bevölkerung nicht viel stärker auch noch mal Solidarität mit Menschen wie Hamide Akbar ihr zeigen? Also man muss wissen, es gibt insgesamt 80 Menschen, Deutsche, die in türkischer Haft sind. Also das Problem ist bekannt. Und ich hoffe, dass die neue Bundesregierung das mal zum Thema macht und sagt, so geht's nicht weiter. Wir müssen mit der Türkei ein ernstes Wort reden.